Gemeinsam mit IHS-Direktor Holger Bonin präsentierte Finanzminister Magnus Brunner am Dienstag den aktuellen Progressionsbericht. Durch die Anpassung der Steuergrenzwerte ab 2024 wird Steuerzahlerinnen deutlich mehr netto vom Brutto bleiben. Ein wesentlicher Schritt dabei ist die Erhöhung der Grenzwerte aller Steuerstufen, außer dem Spitzensteuersatz von 55% um 6,6%. Diese Maßnahme wird für alle Steuerzahlerinnen im Land zu spürbar mehr Netto vom Brutto führen. In Summe müssen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Österreich im kommenden Jahr 3,65 Milliarden Euro weniger Steuer zahlen. Und das kommt natürlich den Menschen zugute, die ein Einkommen beziehen und eben von der kalten Progression auch entsprechend betroffen sind. Zwei Drittel, also 2,45 Milliarden Euro, werden automatisch über eben die Anhebung der Tarifgrenzen und auch über die Erhöhung der Absetzbeträge retour gegeben an die Menschen. Und das verbleibende Drittel, das sind knapp 1,2 Milliarden, können wir eben für Schwerpunktsetzungen auch entsprechend verwenden. Diese 6,6% sind zwei Drittel der Inflation von Juli 2022 bis Juni 2023, die auf etwa 9,9% geschätzt wird. Das verbleibende Drittel wird flexibel von der Regierung verteilt und muss bis spätestens 15. September festgelegt werden. Es gibt zwei Vorschläge für die Verteilung des verbleibenden Drittels der Entlastung. Der erste Ansatz kommt den untersten Tarifstufen zugute, während der zweite Ansatz die Mittelschicht überproportional entlasten würde. Ich halte zwei Verwendungsmöglichkeiten für besonders sinnvoll. Ob die Politik das dann umsetzt, wird man sehen. Erstens, eine besondere steuerliche Entlastung auf den untersten Tarifstufen. Und dafür gibt es verschiedene Argumente. Das erste, vielleicht wichtigste, ist, dass die Inflation die Menschen mit weniger Einkommen stärker betrifft, weil hier der Anteil der Ausgaben für Lebensmittel, Energie und Mieten, also Bereiche, in denen die Preise besonders stark angezogen haben, höher sind. Die zweite sinnvolle Verwendungsmöglichkeit für das letzte Drittel perspektivisch wäre eine Senkung der Grenzbelastung im mittleren Einkommensbereich. Die dritte Steuerstufe ist 41%, ab 2024 sind es dann 40%. Und diese wird in Österreich derzeit bei ungefähr 32.000 Euro bereits erreicht. Um das mal zu vergleichen, in Perspektive zu setzen, in Deutschland wird ein Steuersatz von 42%, und das ist in Deutschland schon der Spitzensteuersatz, wenn man von der Reichensteuer absieht, bei Einkommen von gut 60.000 Euro erreicht. Das ist das Doppelte. Und wenn wir in Österreich eine Debatte darüber führen, dass zu wenige Beschäftigte bereit sind, Vollzeit zu arbeiten, dann liegt das auch an dieser sehr früh einsetzenden, sehr hohen Grenzbelastung. Und wenn man das Arbeitskräftereservoir besser ausschöpfen möchte, dann könnte eben eine gezielte Entlastung der Einkommensmitte, insbesondere durch eine stärkere Anhebung der Einkommensobergrenzen der zweiten Tarifgruppe von 30%, tatsächlich einen wichtigen Beitrag leisten. Der Grenzwert der untersten Lohnsteuerstufe wird 2024 auf rund 12.500 Euro erhöht. Ab diesem Betrag bis 20.408 Euro pro Jahr werden 20% an Steuern fällig. Gleichzeitig gilt ab Januar 2024 für die dritte Stufe der Steuersatz von 40%. Zuvor wurde für das Kalenderjahr 2023 aufgrund einer unterjährigen Senkung im Juli ein Mischwert von 41% herangezogen. Auch ein Ausblick auf die kommenden Jahre ist laut Holger Bonin bereits möglich. 2025 liegt der Betrag, um den die Bürgerinnen und Bürger insgesamt entlastet werden müssen, zusätzlich entlastet werden müssen, bei weiteren 2 Milliarden Euro, 2026 bei 1,7 Milliarden Euro und 2027 bei 1,4 Milliarden. Dass die allmählichen Ausgleichsbeträge allmählich zurückgehen, ergibt sich eigentlich aus einer vorläufigen Entwicklung, nämlich, dass wir mittelfristig von einem deutlichen Rückgang der auszugleichenden Inflationsrate ausgehen können. Unseren Vorausberechnungen zufolge bis 2027 auf 2,75%. Kumuliert beläuft sich der geschätzte Betrag zur vollständigen Inflationsabgeltung bis zum Jahr 2027 auf 8,8 Milliarden Euro. Das heißt, die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich der kalten Progression bringt die Österreicherinnen und Österreicher in den kommenden Jahren eine enorme steuerliche Entlastung. Im Jahr 2023 wurde bereits die erste Steuerstufe überproportional entlastet. Auf sie entfiel eine Anhebung des Grenzwertes von 6,3%. Die übrigen Stufen wurden um 3,47% erhöht.